Ich weiß, dass du 2 Morde begangen hast. Unser Pfaffe ist ja ein ganz Schlauer. Ha? Du hättest die Finger von ihr lassen sollen. Sie war mit mir verlobt. Die Kommissare werden zu einer Schlägerei gerufen. Halt die Bullen auf! Halt auf hier, Schweine! Stehen bleiben! Kümmere mich um die Verletzten! Fahrer, hey, wie geht's Ihnen? Ganz ruhig. Ganz ruhig, bleiben Sie liegen, ich rufe Mutter. Gut, dass Sie schon gekommen sind. Liegen bleiben. Mach bloß keine falsche Bewegung. Die Hände auf den Rücken, aber nicht auf den Kopf. Auf den Rücken. Ist das hier Ihre Kette? Bleiben Sie ganz ruhig, der Arzt ist gleich da. Ihr Mistkerle! Lass ihn endlich in Ruhe! Alles okay bei dir, Alex? Ja, ja. Ihr habt ihn auf dem Gewissen, wenn er stirbt. Ja, keine Panik, er wird nicht sterben. Ich glaube, das sieht schlimmer aus, als es ist. Rein da. Wer waren die Männer denn? Haben Sie eine Vermutung? Sie? Ja, natürlich. Den Mummschanz hätten Sie sich sparen können. Sie haben sich ja schnell wieder erholt, Herr Pfarrer. Unkraut vergeht halt nicht. Ja, also Ihre Haushälterin, die hat das ein bisschen anders geschildert. Die hat gesagt, man hätte sie auf eigenen Wunsch aus dem Krankenhaus entlassen. Ist doch nur ein Kratzer. Ja. Wie Ihre Kollegin gestern schon sagte, es hat schlimmer ausgesehen, als es ist. Trotzdem danke für Ihre Hilfe. Naja, das ist unser Job, aber ehrlich gesagt, die ganze Sache hätte auch böse ausgehen können. Warum hat man sie angegriffen? Das ist eine lange Geschichte. Also, ich hab Zeit. Ich weiß ganz genau, dass Sie gestern Abend an der Sache mit dem Pfarrer beteiligt waren. Sie brauchen jetzt keine Lügen aufzutischen. Naja, und? Ja, und? Das wird eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung geben. Das war's uns wert, was, Bernhard? Also, ich würde das jederzeit wieder machen. Verstehen Sie das nicht? Der Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Finden Sie das witzig? Da sind wir uns ja wohl einig. Das hat der Typ ja wohl nicht anders verdient, oder was? Was hat der Pfarrer denn verbrochen? Wollen wir verarschen, oder was? Wer von uns beiden ist denn hier der Bulle? Sie müssen doch wohl wissen, was der für einen Dreck am Stecken hat. Bulle höre ich gar nicht gerne, ja? Nochmal so ein Ausbruch und ich krieg Sie wegen Beamtenbeleidigung dran. Also, wieso haben Sie den Pfarrer angegriffen? Die Männer haben was dagegen, dass ich hier arbeite. Ich war 9 Jahre im Gefängnis. Im Gefängnis? Vor 8 Jahren bin ich rausgekommen und habe dann Theologie studiert. Ich war damals in eine junge Frau verliebt. Aber es gab da noch einen anderen. Der Pfaffe hat meine Verlobte auf dem Gewissen, Fräulein. Hm? Meine Tochter. Die Hochzeit war schon geplant. Aber die hat sie nicht mehr miterlebt. Und dieser Mistkerl hat meine Tochter vorher umgebracht. Der Pfarrer? Der war damals noch kein Geistlicher. War ein Taugenichts. Und dieser Martin Bäumler. Und der hat ihre Tochter umgebracht. Warum denn? Aus Rache. Weil er sie nicht haben konnte. Das ist Rosi. Sie war meine große Liebe. Meine einzige Liebe. Wusste das auch dieser andere Mann? Nein, um Gottes Willen. Sie hatte Angst, es ihm zu sagen. Ihr Vater wollte ihn zum Verlobten. Ja, warum hat sie die Verlobung nicht gelöst? Warum hat sie sich nie einfach getrennt? Sie hat auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Wollte ihren Verlobten nicht vor den Kopf stoßen. Und bevor sie sich trennen konnte, hat man sie umgebracht. Und hat mich für den Mörder gehalten. Sie hätten sehen sollen, wie frech der Kerl gelogen hat. Sogar seine Haushälterin hat er da reingezogen. Inwiefern? Sie hat ihm falsches Alibi geliefert. Das hat ihm aber nichts genutzt. Es hat alles gegen ihn gesprochen. Was denn zum Beispiel?
Das Messer, mit dem er sie erstochen hat, lag in seinem Garten. Seine Fingerabdrücke waren drauf. Und das Blut von meiner Verlobten. Das war ja wohl Beweis genug. Deshalb bin ich auch verurteilt worden. Weil danach hat der Richter natürlich nicht mehr an meine Unschuld geglaubt. Wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie damit sagen, dass Sie 9 Jahre unschuldig in Haft saßen? Ich habe alles verloren. Bis auf meinen Glauben. Den habe ich dort erst gefunden. Dem Vater und dem ehemaligen Verlobten traue ich alles zu. Die sind so gehässig, denen ist das völlig egal, ob der Pfarrer seine Strafe abgesessen hat oder nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Pfarrer die Tat damals überhaupt begangen hat. Ja, zweifelst du denn etwa dran? Wir haben uns doch die Akten angesehen von damals. Er ist rechtskräftig verurteilt worden. Du hast recht, Gerrit, aber es werden doch schon mal Fehler gemacht, auch bei Gericht. Entschuldigung, hier ist eine Mandy Schnell. Sie macht sich Sorgen um ihre Mitbewohnerin und Arbeitskollegin. Sie befürchtet, ihr könnte irgendwas zugestoßen sein. Okay. Kommen Sie rein. Bitte schön. Schönen guten Tag. Guten Tag. Um was geht's denn genau? Also, die Rebecca, meine Freundin, die kam gestern Abend nicht nach Hause. Wir hatten einen Termin und wir müssen wissen, wir sind selbstständig. Was machen Sie denn? Naja, wir sind Prostituierte. Ah. Ich habe übrigens ein Foto von ihr mit. Was ist denn nun mit ihr? Ich weiß es nicht. Sie kam halt nicht nach Hause und heute Morgen war sie auch noch nicht da. Aber ich habe halt einen schrecklichen Anruf von ihr auf meiner Mailbox gehabt. Lassen Sie doch mal hören. Der Anruf ist von kurz vor 4:30 in der Früh. Mandy, bitte hilf mir. Ah! Was können Sie uns denn über den letzten Freier Ihrer Kollegin sagen? Naja, eigentlich sagen wir uns ja immer, bei wem wir den nächsten Termin haben. Schon aus Sicherheitsgründen. Der Mann heißt Martin Bäumler. Der Pfarrer. Kennen Sie den? Haben Sie dem Kollegen draußen die Personalien von Ihrer Kollegin gegeben? Ich lasse mal Ihr Handy ordnen. Ja. Sicher kenne ich die Frau. Sie ist obdachlos. Sie war gestern hier. Ja? Hat nach einer Unterkunft für die Nacht gefragt. Aha. Hat sie was angestellt? Das kann man so nicht sagen. Sie wird vermisst. Und möglicherweise ist sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Nein, da muss ein Missverständnis vorliegen. Sie liegt oben im Gästezimmer und schläft. Ja, schauen Sie doch mal. Wo steckt die nur? Ich habe kein gutes Gefühl. Das Handy ist hier geortet worden. Die muss hier irgendwo sein. Gerrit, Scheiße. Sie ist tot. Wahrscheinlich schon seit mehreren Stunden. Was hat sie da in der Hand? Eine Kette. Vielleicht hat sie den Täter abgerissen. Ich sag den Kollegen Bescheid. Ich schau mich noch ein bisschen um hier, Alex. Mhm. Sie haben recht, es ist niemand mehr da. Herr Pfarrer, was haben Sie denn für ein Verhältnis zu dieser Frau? Verhältnis? Wie meinen Sie das? Ich bin der Pfarrer und sie ist ein Gemeindemitglied. Ich habe Ihnen doch eben bereits erklärt, dass ich ihr eine Unterkunft für die Nacht gewährt habe. Herr Pfarrer, Unterkunft, ich bitte Sie. Gerrit, komm mal. Klar, Moment mal, ich rufe gleich zurück, ja? Tschüss. Was gibt's denn? Guck dir das mal an. Das dürfte der Beweis sein, dass der Pfarrer was mit ihr hat. Die Frau ist Prostituierte? Ja, das ist sie. Ja, das hat sie gar nicht ausgeschaut. Sie wollte doch nur hier übernachten. Sekunde. Alex, was gibt's? Ja, Michael, schlechte Nachrichten. Wir haben die Frau gefunden. Sie wurde erstochen. Sie ist tot. Was denn hier was? Ja, die Tatwaffe fehlt. Gerrit wird gleich erstmal mit ein paar Kollegen das Pfarrhaus und die Kirche durchsuchen. So wie es aussieht, ist der Pfarrer unser Täter. Ja, wie kommst du darauf? Naja, ich habe in der Jackentasche der Toten ein Foto gefunden. Darauf sind die beiden zu erkennen, in einer ziemlich eindeutigen Situation. Ja, was heißt denn eindeutig? Sind die nackt oder was? Naja, fast. Sie zumindest. Übrigens, die Tote hat in ihrer Hand eine Kette mit einem Kreuzanhänger. Der Pfarrer hatte doch so eine Kette um, als er verprügelt wurde. Frag ihn mal danach. Okay, das mache ich. Alles klar, mach's gut. Ciao. Schauen Sie denn so komisch? Sie hatten gestern so eine Kette in der Hand, mit der haben Sie immer rumgespielt. Haben Sie die noch? Natürlich. Die Kette trage ich immer in der Hosentasche. Das ist sowas wie ein Talisman. Ist sie nicht mehr da? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Tja, ich schlage vor, Sie begleiten mich ins Kommissariat, Herr Pfarrer. Warum? Weil ich meine Kette verlegt habe? Nein,
Aber genau so eine Kette wurde neben der toten Prostituierten gefunden, am Tatort. Die Frau ist tot? Ja.